Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Oh, ach, du bist mir freundlich gesinnt. Ich weiß nicht, wonach die da gehen, aber okay. Wenn er mich angreifen will, dann lasse ich ihn für diesen einen EP leben. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo es lang ging. So, hier kam was safe her. Ich erkenne hier ein Muster. Und, ja. Da ist auch schon der Weg, wo wir hin müssen. Wo wir hin müssen. Ah, Munition sieht eigentlich noch recht gut aus. Also eher gesagt in Ordnung. Na du. Nehmen wir uns als Haustier mit. Oh, wäre geil, wenn das ginge, wenn ich mal ehrlich bin. Hatte ich die Toilette schon durchgesucht? Ich glaube schon. Ja, gut. Ich kann mich erinnern, wir wollten hier raus. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Weil wir wollen nach Galaxy News Radio, ne? Ach Moment, ich kenne das hier auch. Wir waren hier auch schon. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verplant gewesen gerade. Ja. Könnte man so sagen, wie gesagt. Jetzt bald ist wieder Prüfungsphase und da sind die Gedanken so ein bisschen in eine Uni. Es ist, glaube ich, oder hoffentlich verständlich. Nur da muss ich halt immer gucken. Ich versuche natürlich trotzdem jeden Tag ein Video hochzuladen. Das habe ich mir halt so als Ziel gesetzt. Weil das ja jetzt nicht so aufwendig, sag ich mal, wenn man ein Video pro Tag macht. Und ich habe ja jetzt auch noch nicht diese krassen Skills wie andere. Toll. Ey. Junge. Triff. So, wir müssen irgendwo dahin. Da kamen wir doch her. Warum müssen wir dahin? Wo ist die lokale Karte? Doch, da müssen wir. Da müssen wir tatsächlich hin. Dann bin ich also gerade einfach nur dumm abgebogen. Gut. Lass ich so gelten? Also was heißt gerade letzte Mal bei der letzten Aufnahme? Bin ich einfach dumm abgebogen hier. Musste ich also woanders lang. Joa, das passiert schon mal nie. Hier links, okay. Stimmt, von rechts kamen wir und, jo. Ja gut, aber ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Ne, haben wir ein paar Supermutanten dafür fettisch gemacht. Der war schön. Ich gucke hier nur ein bisschen, ob wir so ein paar Minen noch hier rumfliegen haben. So. Ich vertraue der Ruhe hier nicht. Hier sind safe noch irgendwo Feinde. Ist hier noch was drin? Ja, wie gesagt, das, ich habe das Spiel damals so hart durchgesuchtet, aber ist halt schon 10 Jahre oder so. Ja, 10 Jahre nicht. Nee, das wäre Bullshit. Aber ist schon einige Jahre wieder her, seitdem ich das Spiel letztes Mal durchgespielt habe. Shit. Besser. Ein Kronkorken. Nehmen wir mit. Noch einer. Eieiei. Jetzt sind die aber hier richtige Gönner. Also es wird mir nicht angezeigt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn da oben noch was ist. Hier ist nichts mehr. Tatsächlich. Nehmen wir beides mit.
So, die Metro-Tickets sind jetzt unser wichtiger Besitz. Vorkriegsgeld. Hier ist wirklich nichts mehr? Hä? Okay. Gut. Warum auch immer wir jetzt gerade das Auto irgendwie Hulk-like durch die Gegend schleudern konnten. Ist nichts drin. Sauerei. Hier hätten wir noch irgendwas Schönes reinpacken können, oder? Oh, Moment. Den Pfeil nehmen wir doch gerne mit. Vorkriegsgeld auch. Jupp. Hier ist echt nichts drin, bis auf diese Lackierpistole. Ernüchternd. Da fand ich die andere Station, wo wir die Raider besiegt haben, wesentlich besser. Das Verhalten der Red-Kakerlaken verstehe ich nicht ganz. Ist aber auch nicht schlimm. Ich erkenne übrigens auch jetzt, was mir früher nie so aufgefallen ist, Muster in Bezug auf die, wahrscheinlich ist mir doch aufgefallen, aber in Bezug auf die Loot-Gegenstände in den verschiedenen Boxen. Ja, hol mal die. Oh Gott! Ja. Aktivieren. Nein, ich will nichts aktivieren. Ich will aufbereitetes Wasser nehmen. Nehmen wir den Teddybär einfach mit jetzt. Danke für die Splittermine. Ich hasse dich auch. Nehmen wir den auch mit. Ich fange jetzt auch mal an, die Teddys mitzunehmen. So. Wir machen uns so eine eigene Teddy-Sammlung. Mit den Metro-Tickets. Ich sag's euch, das wird super. So, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ah, das Ödland. Da gibt's einfach immer viel zu erkunden. Okay, hier ist... Oh, was? Wo? Danke für die Hilfe. Jagdflinte und ein paar Kaliber. Warum bin ich überlastet? Was? Was habe ich denn bei, damit ich überlastet bin? Das ist jetzt richtig schlecht, möchte ich mal so anmerken. Ah, komm, machen wir die mal fertig. Das machen wir fertig. Unsere Jagd... Nee, Moment, Moment, Moment. Das ist hier die. Unsere Jagdflinte machen wir mal fertig. Die Jagdflinte machen wir mal fertig. Ah, wir haben die Minigun und so noch bei. Ja, ich erkenne meinen Fehler. Ich war noch nicht die Sachen wegbringen. Ich bin doof. Aber ist nicht ganz so tragisch. So, den haben wir schon. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen? Oder ist da noch irgendein Supermutant? Ich sehe keinen. Ich sehe aber Munition. Ja, würde ich sagen, passt schon mal. Also, passt nie mit der Munition, aber besser als vorher. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Danke für die Hilfe. Hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich ist. Moment, mit wem zum Teufel habe ich es hier zu tun? Ich brauche Hilfe, bitte. Sind Sie unter einem Stein hervorgekrochen? Ja, so in etwa. Dies ist DC. Die ganze Stadt ist voller Supermutanten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Dies ist DC. Okay. Es werden also neue Rekruten gebraucht. Mit wem habe ich es gleich wieder zu tun? Fragen wir sofort. Aber Wächterin Lions wissen wir schon. So, was war das noch gleich über Galaxy News Radio? Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten.
Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Ja, okay. Ich bin Sarah Lyons, Paladin und Truppenkommandantin der Lyons Pride. Wir sind bei der Stählernen Bruderschaft. Wir tun unser Bestes, um die Supermutanten in dieser Gegend zurückzudrängen. Aber wenn uns Zivilisten ins Schussfeld latschen, wird's schwierig. Ich habe euch mitgeholfen, ja? Den einen Supermutanten hätte ich alleine gekillt. So, was? Ja, okay. Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Ja, ich muss auch los. Vorsicht da draußen. Ja. Schaffen wir schon. Aber wir wollen natürlich erstmal gucken. Lag da nicht sonst immer irgendein Toter von denen? Ach, hier liegt der, okay. Wie sieht's aus? Alter, 45. Nee, wir müssen das erstmal hier lassen. Es tut mir leid, aber was soll ich tun? Brauchen wir nix. So. Ja, habt ihr gut gemacht. Was? Geht der nicht mehr? Wieso habe ich dafür nicht die Erfahrungspunkte bekommen? Alter, klaut mir doch nicht die Kills, Mensch. Ihr seid schrecklich, ehrlich. Oh, da war doch einer. Ah, die laufen da unten mir zu krass ins Visier. Und wenn ich die abschieße, dann ziehe ich so ein bisschen die Aggro auf mich von denen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade getroffen habe, aber wir kriegen auf jeden Fall keine Erfahrungspunkte dafür. Das ist nicht so gut. Und ich muss unbedingt Sachen wegbringen, ne? Riecht mich nämlich hier auf, hier gerade immer voll zu sein. Das ist sehr schlimm für jemanden, der gerne lootet. Ich glaube, ich lasse jetzt gleich die Jagdflinten einfach hier. Ich muss es tun. Es tut mir leid. Ich bin immer noch überlastet. Warum? Habe ich? Ach, ich habe das gar nicht. Ich bin dumm. Ja, ich lasse die hier. Besser als sie so zu wasten. So. Wenn jetzt einer noch was Gutes bei hat, nehmen wir natürlich mit. Zum Beispiel Munition. Munition. Und wir werden natürlich hier. Ach, Moment mal, Alter, das ist ja hier, warum nicht benutzen, wenn wir sie haben? Ah! Ah! Wenn wir Zivilisten durch die Schutzwelt laufen, ja. Packt euch mal in die eigene Nase, ey, ihr Idioten. So. Hier gehen wir noch looten. Hier werden wir noch looten gehen. Kam das jetzt? Okay, nee, ich muss erstmal rein. Aber ich nehme jetzt einmal kurz die Zeit. Ich kann ja wieder zurückreisen, ne? Können wir machen. Sehr gut, weil ich werde erstmal nochmal nach dem Megaton. Wir werden erstmal unsere Sachen loswerden. Das muss sein. Ich will da auf jeden Fall noch ein bisschen im in den Sachen looten halt.
Und das geht halt nur, wenn wir leer sind, ne? Anders geht das nicht. So, was haben wir denn hier? Was wir abgeben können? Oh, viel. Sehr, sehr viel. So, die Maschinenpistole brauchen wir nicht. Nö. Nein. Lasergewehr. Brauchen wir auch noch nicht. Die Laserpistolen auch nicht. Die Minigun können wir auch mal hier lassen. Ich weiß, was gleich kommt, aber trotzdem lassen wir sie mal hier. Die Sturmgewehre lasse ich mal hier. Wir haben ja das chinesische. Die Lederrüstung lassen wir hier. Aufbereitetes Wasser. Blutpaket. Buffout können wir mitnehmen. Hat kein Gewicht. Nuka-Cola Quantum auf jeden Fall erstmal weg. Ein Red Away, dann packen wir erstmal drei weg. Ach komm, damit wir übersichtlichere Sachen haben hier, packe ich das auch mal weg. Elektrische Leiter. Acht, weg. Nein, Altmetall kommt hier nicht rein. So, Metro-Ticket, Sensormodul, Stange-Zigaretten. Die werde ich noch anders hin tun, die Teddybären und die Metro-Tickets. Aber erstmal hier kommen die zusammen weg. Wunderkleber. Ja gut, die Munition werden wir jetzt nicht wegpacken müssen. Ja. Nö. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben unsere unsere Jagdflinte nicht mehr ausgerüstet. Weil die wir ausgerüstet haben, habe ich weggelegt. Ist aber auch, wie gesagt, nicht so wild. Einmal eine neue. Ich habe ja eine behalten. Weil ich werde jetzt definitiv was machen, okay. So, der ist stärker als ich dachte. Als ich ihn in Erinnerung hatte, wenn ich ehrlich bin. Zu den Waffen, Brüder, zu den Waffen! Feuer konzentriert! Ey, der haut ab, das kann doch nicht wahr sein, Junge. Oh, der kommt wieder. Weiter feuern! Die blutige Nacht. Oh Gott. Jetzt haut der schon wieder ab. Kollege. Oh, oh, der kommt da wieder. Oh, 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 hol die Stims raus, Digga. Ich krieg dafür keine EP, ist das alles abgefuckt. So, egal. Ah, nehmen wir mit. Kreuzschlüssel brauchen wir nicht. Kronkorken, nice. Das nehmen wir alles mit. Ja gut, wir kriegen auch noch so genug EP. Hauptsache, der ist weg. Bringt das was, wenn man die Parkuhren eigentlich immer einstellt? Wäre lustig, wenn das irgendein Easter Egg geben würde, irgendein Scheiß. Das wäre, fände ich zumindest ziemlich lustig. Sowas, was man auch halt vielleicht erst nach Jahren mal findet. So. Hier hatten wir schon. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal looten. Aber nicht den Klassiker. Pfeil, Kronkorken, ja, einer. Mhm. Oh, Sherry Bomb. Nein, die Nuka-Cola hätten wir jetzt nicht gebraucht. Egal. Kommt sie halt mit, landet sie im Schrank. So, also ist ja eigentlich nett, dass uns die Bruderschaft geholfen hat, aber ich hätte mir gern die Erfahrungspunkte für den Supermutanten-Behemoth eingeheimst. Und ich finde, so wenig Schaden haben wir ihn auch nicht, haben wir ihm auch nicht gemacht. Als dass wir gar nichts verdient hätten. Also, finde ich gerade nicht so geil. So. Ich muss noch einmal zurück. Da lag auch noch eine Powerrüstung. Wir erinnern uns. Oh. Ach, das Schneidbrett. Ja. Brauchen wir nicht. So. Die haben wir gelootet. Naja. Aber ich will auf jeden Fall noch die Powerrüstung haben, weil die bringt ordentlich Asche. Anziehen können wir sie leider noch nicht.
Weil, naja, da sind wieder an. Schönes Detail. Aber anziehen können wir sie nicht, weil wir das Power-Rüstungstraining noch nie haben. Aber da gibt es einen Trick. Was mit einem DLC, oder was heißt Trick? Es ist eigentlich kein Trick, das kam mit dem DLC halt raus. Wenn man es spielt, kann man Power-Rüstung tragen. Aber das machen wir erst noch. Ist übrigens eins meiner Lieblings-DLCs, Operation Anchorage. Das werden wir aber noch alle schmarren. Ja, ärgerlich jetzt, dass ich hierfür die Erfahrungspunkte nicht bekommen habe. Hätte ich mir gerne mitgenommen. Boah, zumindest haben wir hier ein paar Sachen hier schon mitnehmen, ne? Wir sind ja schon wieder voll. Und ich glaube, da hinten liegt noch einer mit einer Powerrüstung, der kaputtgeschlagen wurde vom Submutanten Behemoth. Oder? Anscheinend nicht. Ich hätte gedacht, hier wäre noch einer. Der hätte ja hier auf irgendeinen eingeprügelt. Ich dachte, der wäre jetzt völlig weg. Vielleicht ist der auch im Boden reingeprügelt worden. Das kann natürlich alles sein. Hier haben wir eine Treppe. Warum ist hier eine Treppe? Ist gar nichts, okay. Kein Wunder, dass mir das nicht bekannt vorkam. Hier ist noch jemand. Guck mal, der Neuling Redden. Ja. Den Powerhelm kriegen wir noch mit. Und dann werden wir einmal noch nach Megaton. Ich weiß, das ist jetzt ziemliches Hin- und Her-Gelatsche, aber... Ja, so ist das halt. Fallout 3 basiert auch aus... Suchen, ne? Ist halt auch Looten und alles. So ist das Spiel. Und wenn ich das jetzt normal spiele, wie gesagt, wenn ich jetzt so Challenge Runs machen möchte, also möchte ich wirklich machen, wenn ich jetzt so Challenge Runs mache, dann würde ich da halt auch gucken, dass ich die Hauptstory verfolge und nicht alles durchhau. Ne? Aber wenn ich das jetzt hier normal spiele, dann werde ich das halt auch chillig durchspielen. So wie es mir halt dann auch selbst gefällt. Und ich loote halt gerne. Das ist das Problem bei mir in Rollenspielen. Ich bin so der Lootboy. Der da alles und jeden auslootet und alle Gegenden gerne erkundet. Vor allem wenn es... Ich finde es auch immer geil, wenn Easter Eggs oder so mit eingebaut sind, sag ich mal. Weil das ist halt sowas, das ist schon gut. Ne, wenn man jetzt irgendwo hingeht und da ist irgendwie was Lustiges, und bei Fallout hat man das auch öfter mal. Ich glaube sogar bei, ja doch, nicht ich glaube, bei Fallout New Vegas hat man sogar offizielle Easter Eggs. Also da wird es auch angezeigt, wenn man ein Easter Egg findet. Aber hier gibt es halt auch Easter Eggs, die man so vielleicht auf den ersten Blick gar nicht an sich so erkennt. Ich weiß auch nicht mehr alle, ich weiß nur ein paar. Wenn wir da sind, werde ich das auch nochmal erwähnen. Aber das finde ich halt so geil. Deswegen erkunde ich auch gerne die Gegenden, wenn es was zu finden gibt. So, wo müssen wir denn jetzt gerade hin? Wir müssen einmal zur Sprechanlage hier, ne? Aber da müssen wir auch irgendwo hin. Was ist denn da? Aufgaben. Fatman Dam, toten Soldaten der Bruderschaft abnehmen. Ach. Ah, da ist ein Fatman, ich bin dumm. Ja, okay. Wir hätten vielleicht mehr reißen können gegen den Supermutanten-Bär-Mod. Wäre ich nicht so doof gewesen. Ich hab's vergessen, dass wir hier einen Fatman kriegen. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Ach, verkackt direkt mal, aber egal. Passt schon. Ich bin ihnen sehr dankbar. Moin! Na, wie geht's euch? Muss ich mit einem von euch quatschen? Ne. Ich muss nur mit Freedog reden. Aber da werde ich... Nein, ich wollte Licht anmachen. Aber ich werde erstmal hier gucken, was es zu erkunden gibt. Okay. Hier will ich noch nicht raus. Ja, 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 ja. Chevy Chase.
Ja, ist auch lustig, aber hier will ich noch nicht raus. Wir haben ja hier noch einiges, wo wir uns umsehen können. So, was haben wir denn hier? Altmetall, Altmetall und elektrische Leiter. Da ist nichts drin. Die Spinde sind leer. Da ist nur eine normale Nuka-Cola drin. Oh, Kühlschrank ist da, aber... Nö. Ich weiß gar nicht mehr, ob in Kühlschränken auch teilweise spezielle Sachen drin sind oder nur dieser... Also halt nur so Lebensmittel. Standard. Lebensmittel. So. Hallo, seien Sie gegrüßt. Tschüss. War ein schnelles Gespräch. Kann man so stehen lassen. So, hier muss ich... Ne, hier muss ich noch nicht hoch. Was ist hier? Chevy Chase. Da wollen wir nicht hin. Noch nicht. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen hier erstmal zu Ende looten. Den armen Bruderschaftsleuten die restlichen... Ja, den lass ich jetzt auch mal weg. Die restlichen Sachen abnehmen. Ah, guck mal, die lassen hier einfach Kronkorken im Müll liegen. Die haben es ja auch nicht nötig. Die haben es einfach nie nötig. So, wir müssen nach oben. Hier ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Doch, da wollen wir jetzt doch hin. Ist das jetzt schon noch Free Dog? Ja, das ist schon zu den Studios. Aber wir werden mal... Digga, die lassen ja überall noch ihre Kronkorken, also überall die Kronkorken liegen. Jetzt mal ungelogen. Braucht ihr das nicht? Das Geld? Vielleicht sind die auch, zu stolz, einfach aus den Schränken das hier rauszuholen. Oh, schlafen können wir nicht. Wir können hier alles mitnehmen, jede Truhe looten, aber schlafen geht nicht. Ja, da haben sie was gegen. Hier holst du schon mal fast ein Stimpack raus an Kronkorken, ne? Ganz und gar nicht schlecht. Ah, brauchen wir beides nicht. Vorkriegsgeld nehme ich wohl gerne. Seien Sie gegrüßt. Moin, na Sarah. Dann muss ich mich jetzt wohl bei Ihnen bedanken. Na, auf jeden Fall ist das Gebiet sicher. Sie können also gerne mit Three Dog reden, falls Sie das tun müssen. Ja, klar. Sind Sie sich sicher, dass Sie keine Rekruten mehr brauchen? Ja, nach jetzt gerade vielleicht ein paar. Wow, sie fackeln nicht lange, was? Gibt's sonst noch was, das ich über GNR wissen muss? Tut mir leid, wegen Redden. Eigentlich nicht. Nein, wir suchen keinen neuen. Ich bin mir sicher, sie kommen auch so gut zurecht. Aber wir schweifen vom Thema ab. Okay. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Wenn wir die Supermutanten nicht davon abhalten, alles und jeden im Ödland der Hauptstadt umzulegen, wer dann? Die Bruderschaft tut ihr Bestes. Aber manchmal braucht man was... Spezielleres. Und da kommt die Lions Pride ins Spiel. Ja, ihr habt schon gerissen, muss man sagen, aber wer hätte besser sein können? Die Bruderschaft brauchte einen sicheren Außenposten. Und der Typ, der den Radiosender betreibt, brauchte Schutz vor den Supermutanten. Es ist ein Verhältnis, von dem beide profitieren. Three Dog betreibt den Sender. Er sendet im Prinzip ganz alleine. Er ist interessant. Das muss man schon sagen. Ja, na komm. Sie hatte einen schönen Tod. Sie? Im Endeffekt ist das doch das Einzige, was zählt. Neuling, okay. Vorsicht da draußen. Ja, ja, ich dachte erst, das wäre er. So. Captain Colvin. Alter, ist der leise, Junge. Ich dachte erst, der sagt nichts. Ich dachte erst, der guckt uns nur wie so einen Bescheuerten an. Paladin Vargas und Sergeant Wilkes. Oh, der ist sogar Ritter. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier. Was bringt Sie in die Gegend von DC? Nix Gutes. Wofür ist dieses Gebäude? Ich muss mit Three Dog sprechen. Das ist der letzte unabhängige Radiosender in der ganzen Gegend von DC. Alle anderen Sender bestehen praktisch nur aus Enklavenpropaganda. Denen würde ich kein Wort glauben.
Aha. Freie Stimme des Volkes. Was soll das heißen? Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Was macht die Bruderschaft hier? Wir haben eine enge Bindung. Ach, wissen wir eigentlich schon, aber okay. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Das weiß ich. Klar. Viel Glück. So, wir sprechen aber mit Vargas. Und bevor wir nach Free Dog gehen, gleich mal vorweg. Gute alte Mutantensäuberung. Gehen Sie. Es gibt nichts Besseres. Okay, wir können mit Vargas nicht reden. Wer ist hier unten noch? Ritter Finlay und Ritter Dillon. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Das kennen wir schon. Sie können gleich hochgehen. Er erwartet Sie schon. Ah, oh, nice. Wenn Sie sich uns nicht in den Weg stellen, ist alles in Ordnung. Ja, ja. So wie ihr mir. Finlay zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ach, auch nur das Gleiche. Aber ja, 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 ja. Nette Menschen hier, die Bruderschaft. So, dann würde ich mal an der Stelle auch sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.